herzlich willkommen zurück zu The Medium. Ja, in der letzten Folge haben wir dafür gesorgt, dass wieder Strom herrscht. Und ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll, weil ich irgendwie gar keine richtige Aufgabe hier bekommen habe. Aber wir schauen jetzt einfach mal. Ich hatte ja schon gesagt, dass wir mal... Nice decor. Okay. Minimalist. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Also in der letzten Folge habe ich ja eigentlich gesagt, wir wollten nochmal zurück in den einen Raum, wo jemand eingesperrt worden ist. Aber dass jetzt hier eine Tür sich einfach so geöffnet hat, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Zumal ich eher gedacht hätte, dass wir die Tür dann selbst öffnen müssen, aber okay. Mold. Lecker. It looks pretty fresh. Someone's been here recently. Jemand war hier. Okay. Bevor ich da jetzt gucken gehe, werde ich mal eben... Oh, hier ist noch was. Es ist jetzt still. Nur ich und sie. Nur ich und sie. Es fühlt sich seltsam an, aber auf eine gute Art. Wie es sein sollte. Ich genieße das besser, solange es noch geht. Ich habe bereits damit begonnen, die Werkstatt ins Hotel zu verlegen. Wenn etwas passiert, will ich nicht, dass sie in ihrer Nähe ist. Ich gehe bald hinein, um ihn zurückzuholen. Das kann nur eins von zwei Enden nehmen. Entweder kommen wir beide zurück oder niemand von uns. Ja, da unten, ja, es hat zwar so ein bisschen geflackert gerade, aber scheinbar doch nichts... Was uns jetzt zu interessieren hat. Okay, dann gucken wir mal an dem Spiegel. If I find enough pieces, I might be able to get to the other side. Vervollständige den Spiegel. Better get to it, Alice. Drei Stück brauchen wir da anscheinend für. Okay. Halt. Lag gerade noch was. Ja, perfekt. Okay. Der erste liegt schon direkt daneben. There's one. So far, so good. Ja. Das, ging jetzt schnell. Okay. So, Moment. Hier ist auch was grün. Kann das sein, dass das vorher... Ja, das war anscheinend vorher auch zu. Dann nehmen wir den auch mit. Okay. Gucken wir hier nochmal. Aber ich denke mal, da wird auch nichts mehr sein. Was ist hier noch? Eine Waschmaschine? Okay. Ich denke mal, dass da wahrscheinlich jetzt irgendwie Musik ertönen würde. Wenn ich denn nicht aus lizenzrechtlichen Gründen natürlich mal wieder die Musik ausgeschaltet hätte. Ich wollte ja erst gar nicht dahin gehen, weil ich irgendwie im Kopf hatte, wir sind hier gerade bei Resident Evil. Aber ja, wir sind natürlich nicht bei Resident Evil, wir sind bei The Medium. Auch wenn das alles so ein bisschen... Ja, von der Steuerung her ähnlich ist. Zumindest jetzt zu den etwas älteren Teilen. Und von der Art her, dass man Puzzles lösen muss. Also so Rätsel lösen muss. Gut, das mit den Gegnern, das fällt aus. Wir müssen die Gegner halt nicht töten. Oh, was war das? Ach, das war ein Schatten. Oh. Okay, der ist auch neu aufgegangen. Looks like he could never quite let go of his passion. In another life, perhaps. Okay. Hi. Perspektive ändert sich nicht, scheint nicht so interessant zu sein. Sie hätte mich heute beinahe gesehen, mich gespürt. Ich hätte es wissen müssen. Ich muss vorsichtiger sein. Ich muss Abstand halten. Durchgestrichen, es ist nur durchgestrichen, ich habe. Kein Tag vergeht, an dem ich nicht an sie denke. Durchgestrichen, ich glaube. Ich weiß, dass es das Richtige war, sie im Krankenhaus zu lassen. Es ist besser so. Es geht ihr besser so. Aber ich denke ständig an den Tag, an dem es endlich soweit ist. An dem sie entdeckt, was sie wirklich ist. Sie wird verwirrt sein. Angst haben. Ich sollte für sie da sein. Damit sie das alles versteht, um mir zu sagen, dass alles in Ordnung ist. Nein. Sie wird es schaffen. Sie ist stark. Genau wie ihre Mutter. Okay.
Also man merkt wirklich mit allem, was man hier so findet, was ja der Vater geschrieben hat, wie er seine Kinder beschützen möchte und ja, das wohl nur tun konnte, so wie ich es jetzt verstanden habe, indem er wohl so getan hat, als ob er verschwunden ist und nicht mehr wiederkommt. Bestattungsinstitut, der letzte Abschied, Jack Ocken. Nein. Okay. Also, das ist wohl die Visitenkarte, gehe ich mal stark davon aus. Ich meine, wir haben am Anfang auch mal eine gehabt, von dem Bestattungsinstitut, wo wir gewesen sind. Keine Ahnung, ob das jetzt so hieß, aber gehe ich mal stark von aus. This was So. definitely Thomas's workspace. I can sense the determination. Whatever he was working on, he really gave it his all. Oben ist Were you was. trying to send the monster away? Or to get your other self back? Okay. Da ist doch was. Hypothese. Nach einem traumatischen Erlebnis kann sich die Seele in zwei getrennte Einheiten aufspalten, um den davongetragenen Schaden durchgestrichen auszuhalten, zu lindern. Beobachtung. Diese Einheiten können einander durchgestichen freundlich, wohlgesinnt bleiben oder sich feindlich gegenüberstehen. Wie zerstört man eine Hälfte, ohne die andere zu verletzen? Okay, es ist auf jeden Fall sehr spirituell. Ich sehe das Zeichen des Saturns, das Zeichen des Jupiters und so weiter. Gut. Ja, es ist schon krass. Sie steht dann natürlich so nach dem Motto in Verbindung mit allem. Das ist schon. Wenn man das so sieht, ist es schon irgendwie heftig. Okay, ja, das habe ich mir nämlich gedacht, This dass should be enough. da Let's make jetzt magic happen. die Scherbe liegt. Kann man da noch irgendwas machen? Nee, ne? Okay, ich hoffe jetzt nicht, dass das Viech wieder. Oh, ich kriege die. Ich dachte gerade, ich habe was gehört. Doch, hier war das. Und hier, ne? Boah, okay. Dann mal los. And there it was. The moment we finally met. Trapped. I spent years in Henry's fucked up world. Oh, yeah. When you sent him away, I could finally break free. That's why you're so important. You can finish this. Where is he? Where is my father? I don't know.
first time in my life, I don't feel his presence. I've been away for so long. Could you stay for a moment? Tell me how all this started. It all starts with a dead girl. What about Lily? Did my father... No. He couldn't have. He wouldn't. He loved her too much. Both of you. So, what happened to her? What is this place? This is where he kept her. That cell back there. It only exists in one world. Keeps the other one out. He built it so that he could be alone. It was the only place he could feel normal. Separated from his powers. From me. Came in handy once Lily became unstable. Unstable? What do you mean? She's a medium too, Marianne. A powerful one. I guess it runs in the family. When Richard hurt her, it awoke something inside her. Something terrible. It was only a matter of time before it got out. It's what your father feared. What he tried to avoid. That's why he called me. But that means... Yes. She's still alive. There's still a way to save her. You have to find her, Marianne. Where is she? Where is my sister? You know where. The lake. It's coming. Time for you to go. I'll hold it off for as long as I can. I'm not leaving you.
save everyone, Butterfly. Trust me, I know. And I'm sorry. No. Okay, finde einen Weg an den See. Ich bin hier gerade noch so völlig im Bann vom Video. Ja, laufen kann ich leider auch nicht. Die Frage ist, muss ich jetzt in Anführungszeichen nur zum See? This is it. The place from my dream. I've walked this path 1,000 times in my mind. I know every inch of it. But this time, something is different. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, die Frage ist jetzt eigentlich, müssen wir nur zum See oder müssen wir vorher uns mal wieder diesen beschissene Monster stellen. Oder haben wir das Monster vielleicht jetzt kalt gemacht? Das, wobei ich das nicht wirklich glaube. Aber das hat schon so viel Strom abbekommen. Ich denke mal, dass das unbesiegbar ist. I can feel it so clearly now. Und die große Frage ist, müssen wir uns dem Monster nochmal stellen? Oder endet das Ganze mit einer langen oder kurzen Filmsequenz? Also letzteres, also die lange Sequenz von mir aus, wäre mir ehrlich gesagt lieber, weil ich habe schon so viel durchgemacht. Ich möchte mich dem Monster nicht nochmal stellen. Okay, der See ist da. Lilia, I've been waiting for you, little sister. Lily, I didn't know. I couldn't remember. I'm so sorry. It's okay. It was better that way. At least you had a life. For a while. Lilia. That day when the fire broke out at our house, I made a deal. The part of my soul that was tormented was set loose. You mean the monster? But why?
save you. It helped us escape the flames. But in return, I had to set it free. Free to devour. To destroy. To kill. The Neva Massacre. Yes. All those people died so that we could live. Because I lived, so did my demons. Father knew my powers were too dangerous. He left you at the hospital so you could have a normal life. And what about you? Did he try to... No. Maybe he should have. But he couldn't bring himself to do it. Instead, he locked me away. But he only delayed the inevitable. Monster, he got out. And now you're here. You're the only one who can fix this. You. We both share our father's gifts, but also his fate. And the dream. The dream? But all I see is a girl. You. Shot dead. Here, on this pier. Hasn't it already happened? No. It's not the past you see. The dream. It's what I want to happen. What? It all ends in me. But... No! No! You can't send a spirit away while the host is still alive. That's why you couldn't destroy the monster. That's why Sadness didn't want to go. But... You're my sister. That's why it has to be you. I'm not strong enough. It won't let me. Only you can end this. Only you can fix what our father could not. But Leanne, I can't. Please, don't make me do this. It's the only way to destroy it, to prevent further bloodshed. Lily? Mariette? What's going on? Skin suit. Now too small. Constricting. Outgrown. Don't need her. Blue suit. Light. Almost gone. Not dark yet. But it's getting there. There is another way. Marianne. No! What is she doing? It's just nothing! Just like you said. I'm your only chance. Aren't I? You need me. A medium strong enough to sustain you. The others? They only lasted for so long before you broke them down. Marianne, please. I don't want this. Maybe it's not your choice.
Maybe this is my story after all. No! Stop do this! Please, sister, set me free. No! Stay back! Stay back! It all has to be. It has to be. It has to be you. He'll never stop. You finish this. Only you can end this. You can't always save everyone, Butterfly. It all starts with a dead girl. Huh? Ja. Das war dann das Ende von The Medium. Ich bin gerade gleichzeitig etwas entsetzt und verwirrt. Grundsätzlich zum Spiel selber wollte ich noch kurz sagen, ich fand das Spiel mega, mega geil. Also von Anfang an habe ich es unheimlich gerne gespielt. Es war zwar zwischendurch auch mal so ein bisschen heftig, dass ich da gesessen habe und gedacht habe, okay, wie sollst du das jetzt schaffen, dass du jetzt so schnell hin und her läufst? Oder ja, die Tatsache halt, dass das mit dem Laufen generell nicht funktioniert hat, bis dann dieser Patch gekommen ist. Okay, man hätte das Spiel vielleicht auch später holen können, sollen, wie auch immer. Aber ich wollte es halt direkt haben, als es rausgekommen ist. Und ich habe es ja auch direkt am ersten Tag angefangen zu spielen und hochzuladen. Und ja, bin an sich wirklich begeistert von dem Spiel. Ich habe es sehr, sehr, sehr gerne gespielt. Eben gerade, weil dieses Spiel nicht dieser übliche, ja, 0815-Horror ist, den man sonst so kennt, sondern weil es wirklich so Psycho-Horror war und überall gruselige Musik und ja, teilweise auch schon recht ekelhafte Szenerie drumherum. Es waren natürlich auch so ein paar Schreckmomente dabei. Es waren Sachen dabei, wo ich plötzlich gestorben bin und gedacht habe, warum? Dann auch die eine Szene, wo ich eigentlich alles richtig gemacht hatte und das X gedrückt hatte und trotzdem gestorben bin. Also so ein bisschen verbuggt war es auch noch, von kleinen Grafikfehlern mal abgesehen. Aber das ist alles nicht schlimm gewesen. Das Einzige, was mich richtig angekotzt hat, war dieser Boss, dieses Wesen, was immer wieder zwischendurch halt drin war. Und ja, das hat für mich teilweise wirklich das Spiel ein bisschen kaputt gemacht. Ich wollte es ehrlich gesagt zwischenzeitlich auch gar nicht mehr weiterspielen. Gerade so die Stelle, wo das mit dem Laufen nicht geklappt hat, bevor das dann gefixt worden ist letztendlich durch ein Update. Und aber ich bin doch sehr, sehr froh, dass ich da definitiv weitergemacht habe, dass ich das Spiel jetzt auch durchgespielt habe. Das Einzige, was mich jetzt komplett verwirrt hat, war das Ende. Weil keiner jetzt weiß, ob sie jetzt ihre Schwester oder sich getötet hat, ob sie überhaupt jemanden getötet hat. Ich tippe drauf, dass sie sich erschossen hat. Ich vermute ganz stark, ich hoffe es zumindest, dass es noch einen zweiten Teil davon gibt und dass deswegen jetzt das Ende offen gelassen worden ist, was jetzt eigentlich mit ihr passiert ist. Es kann natürlich auch sein, dass sie es extra gemacht haben, damit man es nicht so sieht, damit es nicht so blutig ist oder wie auch immer. Da das Ganze aber ein Psycho-Horror war, der teilweise doch auch, ja gut, Heftiges gezeigt, jetzt nicht, aber so von den Geräuschen her und so doch schon teilweise ein bisschen heftiger war, kann es vielleicht auch so eine Art Zensur sein? Ich weiß es nicht. Ich hoffe wirklich, dass es am Ende offen gelassen worden ist, weil ein zweiter Teil in Mache, beziehungsweise in der Überlegung zumindest ist. Und wenn ja, würde ich mich auf jeden Fall wahnsinnig drauf freuen, den zweiten Teil dann auch wieder spielen zu dürfen. Und werde den definitiv natürlich auch let's playen. Und ich glaube nicht dran, aber ich hoffe, ohne dieses nervige, ja,
Es muss immer ein Monster so als roter Faden zwischendurch sein, der einen um den Verstand bringt und irgendwo die Laune am Spiel vermiest. Also, dass es drin ist, dass es einen so ein bisschen verfolgt und mit einem redet und so, das ist super gemacht. Das war wirklich top. Es war auch top, dass jetzt keine Bosskämpfe so à la Resident Evil oder sowas drin waren. Dafür war einfach die Steuerung auch gar nicht gut genug für, muss ich sagen. Aber das ist auf jeden Fall top gewesen. Nur die Sache, dass man immer wieder weglaufen musste und so weiter vor dem Monster und teilweise das dann nicht geklappt hat mit den Tasten oder mit dem Laufen an sich und der dann plötzlich ging, beziehungsweise sie und nicht mehr lief und so, das war dann halt, ja, das hat mir das Spiel doch ziemlich vermiest. Aber, wie gesagt, unterm Strich definitiv empfehlenswert und ich werde auf jeden Fall auch eine positive Kritik schreiben. Und ja, ich kann das Spiel wirklich jedem nur empfehlen. Ich meine, ihr habt es jetzt gesehen, ihr werdet es jetzt wahrscheinlich selber nicht mehr spielen wollen. Aber ich freue mich dennoch auf euch, wenn wir uns in einem neuen Let's Play dann wiedersehen. Und ich werde auf jeden Fall in naher Zukunft auch nochmal ein Horror-Let's Play machen. Was für ein Horror, weiß ich noch nicht, weil ich habe so einige Horrorspiele zur Auswahl über Steam unter anderem. Und ja, da werde ich dann mal schauen. Ich habe ja mal alles kreuz und quer. Ich habe lustige Sachen. Ich habe teilweise Jump'n'Run. Ich habe Simulationen. Ich habe Horror. Ich habe Action. Ich habe Adventures. Ich habe alles auf dem Channel. Und jetzt muss ich mich leider verabschieden. Bis zum nächsten Let's Play. Ciao!